Essentially, EU drivers feel they're no longer welcome. Fahrer aus der EU fühlen sich seit dem Brexit einfach nicht mehr willkommen. Wir waren schon immer ein Inselvolk, aber jetzt sind wir es mehr denn je. Sie stören sich an den bürokratischen Hürden bei jeder Lieferung. Das sind unzählige Formulare. Es gibt keine offenen Grenzen mehr zu Europa. Der Job ist schwieriger geworden. Rod McKenzie setzt sich seit Jahren für die Interessen der Lkw-Branche ein. Gerade fürchtet er vor allem, dass sich das Fehlen von Fahrern bald schädlich auf die ganze britische Wirtschaft auswirkt, weil Ersatzteile oder Rohstoffe nicht rechtzeitig ankommen. Das Problem ist, dass Versorgung und Fahrermangel zusammenhängen. Ein Beispiel. Letzte Woche musste ein großes Unternehmen 80 Lkw abstellen, weil sie keine Fahrer gefunden haben. Sie konnten ihre Aufträge und Lieferungen also nicht erfüllen. Die konkrete Folge sind Engpässe irgendwo in der Lieferkette.